Doch, gute Leute, willkommen zu einem relativ spontanen Trip und einem relativ spontanen Shisha-WG-Video. Niklas und ich saßen letztens auf der Couch und dachten so, was macht man eigentlich am Wochenende? Wäre doch eigentlich ganz geil, bei dem Wetter wegzufahren. Und haben dann noch schnell den Igor und den Chris gefragt. Und ja, wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, wir machen jetzt Shisha-Vacation und fahren jetzt einfach mal nach Holland. Wir haben gerade schon alles in den Kofferraum gepackt, ist dezent voll geworden und... Ja, ich würde sagen, wir schmeißen uns direkt mal auf die Autobahn, damit es nicht zu spät wird. Ich weiß, ich bin groß. Langer Lulatsch bist du. Gute. So, der Niklas und der Igor, die gehen jetzt zum Burger King, holen uns erstmal Proviant. Der ist übrigens genau da hinten. Und ich würde sagen, Christian und ich machen erstmal ein schönes Pfeifchen an, oder? Yes. Oh, fast ja erschlagen worden. So Leute, die Kohle wird jetzt angemacht, die Jungs holen gerade Essen und dann bereiten wir mal die Pfeife vor. Ratet mal welcher Tabak, natürlich Black Nana. So, Pfeife im Auto ist am Start, jetzt kann es endlich weitergehen. Die Jungs sind gestärkt, wir sind bereit für 3 Stunden Fahrt nach Netherlands. Yes, yes. So Leute, wir machen jetzt gerade hier einen kleinen Stop. Ich bin gerade hier am Reinigen vom Lotus, da steht die Pfeife. Und guck mal, wir haben einfach auf der Fahrt so viel geraucht. Das ist einfach ein perfekter fucking Donut geworden, richtig geil. Ja, jetzt machen wir gerade alles sauber. Der Chris hat schon neue Kohle bereit gemacht. Und dann machen wir gleich noch ein neues Köpfchen. Und dann, let's go. So, Köpfchen ready. Und wir können losfahren. Alter, wie geil sind diese Häuser hier bitte. Mit eigener Hängebrücke. Wie idyllisch ist das denn bitte alles? So, wir haben unseren Campingplatz gefunden. Paalkampeterrein oder sowas. Wenn wir Holländer haben, bitte einmal Sprachnachricht. Man darf wohl 10 Meter um diesen Platz rum campen. Man darf 72 Stunden bleiben. Man darf nicht graben. Und was das andere heißt, wissen wir nicht so wirklich. Aber vielleicht findet ihr es noch raus. Schaut euch mal an. Eigentlich echt schöne Landschaft so. Ein bisschen verwirrend. Hier ist... auf jeden Fall eine schöne Kette drum, deswegen nicht ganz sicher, ob man da jetzt so einfach rein darf, aber eigentlich haben wir keine andere Wahl, also entweder wir schlafen jetzt halt da oder wir schlafen im Auto, das war's dann. Wir versuchen gerade übrigens hier mit Google Übersetzer diese Dinger zu übersetzen, damit wir genau wissen, was da steht. Okay, 10 Meter Abstand, hast du recht, 72 Stunden, dann dass man nicht graben darf, den Rest davon habe ich noch nicht. Rules of the game. Can ja, Spielregeln. Keine Distanz von 10 Meters. Ja, ist doch okay. Das schaffen wir. No digging. Aber ich hoffe, ich schon eine Zecke ab. So, wir haben jetzt echt unseren Spot gefunden. Also so sieht das aus. Das ist anscheinend der Name von dem Platz. Da sind nochmal die Regeln, die Sperrregeln. Und da ist sogar noch eine kleine alte Feuerstelle. Hinten dran steht schon ein Zelt. Und da drüben sind auch noch Leute. Aber hier sieht eigentlich voll cool aus. Aber wir sind uns gerade nicht sicher, ob wir lieber alleine irgendwo rumhängen wollen oder ob wir da diese Feuerstelle benutzen wollen. Weil die ist eigentlich auch ziemlich cool.
So, während die Jungs gerade noch Zelte aufbauen, fahren Igor und ich erstmal noch schnell zu irgendeinem Einkaufsladen und holen noch mal ein bisschen Abendessen. So, wir machen jetzt gerade noch schnell einkaufen, haben uns ein bisschen Zeug besorgt für heute Abend. Und jetzt müssen wir uns noch alles hinterschleppen. Da kommt gerade der Niklas. Und ja, dann machen wir auch endlich mal Pfeifchen an. The Russian Tourists. Okay, Leute, Camp steht. Der Chris ist sogar schon am Rauchen, der Arsch. Wir waren gerade noch schnell einkaufen. Jetzt haben wir alles am Start. Jetzt wird gleich noch gegrillt. Und ich würde sagen, auch erstmal auf jeden Fall Pfeifchen machen. Was rauchst du eigentlich, Chris? Black Nana. Black Nana? Klar. Aus meiner Dose? Noch ist sie mir. Ah. Oh. Fast die Pfeife umgerissen, weil es zu weit weg ist. Oh ja. Sehr gut. Was ist das für ein HMD? Interessant. So. Ja, das sind so unsere Einkäufe. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Fla geholt, nachdem wir die Verkäuferin ungefähr eine Stunde verwirrt haben. Grillsachen, Heineken, bisschen Brot und so Sachen. Ja, und ich würde sagen, hier kann man es sich auf jeden Fall noch gemütlich machen. Zelte stehen, Pfeifen am Start. Wird ein guter Abend. So, der Grill ist an, die Shisha-Kohle geht an, Zucchini ist geschnippelt, Grillfleisch ist am Start, Heineken ist am Start. Die Jungs wollten noch unbedingt hier dieses Fla haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kannte es auf jeden Fall nicht. Wenn der Fokus Bock hat. Hier, jetzt, da, Fla. Ist irgendwie Pudding zum Trinken. Schmeckt auch übel geil, hatten die auf jeden Fall recht. Der Chris ist da schon schön am Chillen mit seiner Pfeife. Auf jeden Fall sehr gemütlich. Das hier wird unsere Unterkunft heute Nacht. Ich habe die große Ehre, mit dem schönen jungen Burschen hier zu schlafen. Also, bei. So, und um auch wirklich mal über Shisha-Themen zu reden. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, welche Pfeife ich mitnehmen werde. Und da kam mir eigentlich nur eine Sache in Frage, wenn man schon so viel anderen Scheiß mitschleppen muss. Eine Pfeife, die man easy mitschleppen kann. Und zwar die Shishaya Hazard. Wir hatten die ja schon mal vorgestellt. Heute mal wirklich so getestet, wie sie getestet werden sollte. Outdoor. Na, sieht das schön aus mit dem Sonnenuntergang da hinten. Toll. So, mittlerweile ist schon echt dunkel. Es ist kurz vor 12, aber guckt euch mal an, wie geil der Himmel noch aussieht. Ich find's einfach nur krank. Das ist auch nicht nur auf der Kamera so, das ist halt auch in echt so. Richtig abnormal, wie hell der noch ist. Auf jeden Fall, der Niklas macht hier gerade Abendessen. Wir haben zwei Pfeifen am Start. Black Nana ist definitiv nicht so feucht, wie man in dem Wasser sehen kann. Der Chris ist hier gerade ordentlich am Rauchen. Oh, das sieht wunderschön aus mit der Billigtaschenlampe hier. Wir haben zwei von diesen Sitzdingern am Start. Da ist nochmal Zelt Nummer 1, Zelt Nummer 2. Hier sind unsere ganzen Vorräte, Fleisch, ganz wichtig dieses Fla-Zeug, Vanilla Coke, Heineken. Komische rote holländische Kartoffeln. Ja, der Müllsack. Ohne Scheiß, wenn man schon wild campen geht, also es gibt, ist halt dieses Pole-Camping, dann ist es halt wenigstens korrekt, wenn man halt seinen Müll direkt wegräumt. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Ja, auf jeden Fall sind wir gerade alle hyped auf das Fleisch. Wir haben eben schon Kartoffeln gegrillt. Ja, mega Hunger. Bitte? Wir haben mega Hunger. Boah, es sieht auch so krass aus vor diesem Himmel, ey. Ich sehe halt gar nichts von dir, ne? So, gute Morgen, Leute. Wir haben auf jeden Fall die erste Nacht überstanden. Die Zelte haben gehalten, mehr oder weniger. Ich zeige euch mal, wo der Chris gepennt hat. Also hier links drauf, auf diesem eingesackten Sitzkissen, hat der Chris gepennt. Die Luftmatratze hatte der Igor. Und das war mein Zeltkumpadre. Der Niklas, der chillt da noch. Moje. Und ja, war verdammt kalt, oder? Fuck yeah. Hättet ihr gedacht, dass es so scheiße kalt wird? Nein. Nee, oder? Nee. Naja, aber was macht man, um sich zu wärmen? Erstmal Köpfchen. Mann, die Pfeifen qualmen aber. Oh. Ach so. Igor versucht Feuer zu machen. Gute. Was rauchst du Gutes?
Black Dada. Und du, Chris? Strong Blue. Strong Blue von Somo in der Aeon. Bei mir gibt es eben... Was habe ich umgekippt? Ui. Da habe ich fast die Harmony Ball gekippt. Bei mir gibt es ebenfalls Black Nana in der schönen Shishaya Hazard. Der Niklas hat hier seinen geilen Koffer. Mit der Kylie hat den Alpaka. Und Fumari, genau. Fumari Kopf auch mit Smokebox und auch mit Black Nana. Und wir genießen gerade hier Sonnenaufgang. Geht da so ein bisschen da hinten auf. Aber hoffentlich ist nicht mehr so weit weg. Dann haben wir auch Sonne. Ich will jetzt in meiner neuen Wohnung will ich Sonos. Aber die koppeln sich ja, wenn du die alle drei verbindest, finde ich gleich. So, wir bauen jetzt langsam mal unser Camp ab. Und dann fahren wir weiter nach Den Haag und dann wollen wir auf jeden Fall den Strand. Zwischendrin machen wir vielleicht noch ein paar Shisha-Bilder oder so. Schauen wir mal. Aber als erstes wird jetzt aufgeräumt, weil, wie vorher schon gesagt, ganz wichtig, Jungs, wenn ihr schon wildcampen geht, auf jeden Fall euren ganzen Scheiß mitnehmen. Und genau das machen wir jetzt. Wir packen jetzt alles zusammen, dann geht's weiter. So. Jetzt heißt es für uns erstmal den ganzen Scheiß wieder ins Auto packen, dass wir alles drin haben. Da hinten kommt der Igor gerade mit der letzten Lieferung. Und dann haben wir aber auch schon alles drin. Und der Niklas schmeißt erstmal meine Decke auf den Boden. Ja, moin. Wir haben hier gerade noch eine geile Windmühle gefunden und deswegen dachten wir uns, einfach mal spontanes Shisha-Shooting. Hier mit Windmühle im Hintergrund. So, wir sind jetzt in Den Haag angekommen. Wir laufen erstmal noch ein bisschen durch die Stadt, gucken uns mal ein bisschen um und dann geht es aber weiter ans Meer. Also nur ein kurzer Zwischenstopp, vielleicht was essen, vielleicht was Kleines einkaufen oder so. Dann geht's weiter. Parkschein hinter der Windschutzscheibe ist nicht möglich. Auch geil. Deswegen das Donnerstag, ne? So Leute, sind jetzt aus dem Kaffeeladen raus, Kaffee getrunken und jetzt geht's ab zum Shisha-Laden, Shisha Station, und mal schauen, wie der so ist in Holland. So, wir sind jetzt gerade vom Shisha-Laden und wir gucken da jetzt mal rein und schauen mal, was der so da hat. Ich bin echt gespannt, ob die andere Tabaksorten da haben als wir so in Deutschland haben. Schauen wir mal. Und auch, was die Preise sind. Keine Ahnung, wie die holländische Tabaksteuer ist und so Sachen. Aber gucken wir einfach mal. So, wir waren jetzt gerade bei dem ersten Shisha-Laden, aber das war leider ein ziemlicher Reinfall. Der Typ war zwar übel freundlich, aber leider hatte der nur fast nur E-Zigaretten-Stuff. Ich weiß nicht, warum man sich dann Shisha Station nennt. Aber naja, war auf jeden Fall nicht so geil. Wir laufen jetzt noch zu einem anderen Laden, den er uns empfohlen hat, wo es anscheinend mehr Tabak und sowas geben soll. Und dann schauen wir uns da mal um. Thanks. 20, 20, 20.
Wir haben gerade, denke ich mal, den Grund erfahren, warum es hier in Den Haag so relativ wenig Shisha-Tabak gibt. Das hier ist eine Kilopackung. Die Kilopackung kostet einfach mal 200 Euro. Da drüben gibt es auch noch 50 Gramm Packung und eine 50 Gramm Packung kostet 10 Euro. Ich Vollidiot habe mir jetzt trotzdem eine 50 Gramm Packung geholt, einfach weil wir den roten Alfacher nochmal testen wollen. Das ist wahrscheinlich auch so ziemlich der einzige Vorteil. Die haben hier halt den originalen ausländischen Tabak, also ist nicht irgendwie der braune eingedeutscht oder sowas. Deswegen haben wir den jetzt mal geholt und werden den später mal testen. Gute Leute, ich hoffe, das geht mit dem ganzen Wind hier. Wir sind jetzt endlich am Strand angekommen und wir haben uns auch gerade schon Pfeifen angemacht. Zeige ich euch gleich nochmal alles. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs, weil es ist echt scheiße windig und mega schwer, hier die Pfeifen anzubekommen. Aber ja, wir können jetzt auf jeden Fall hier ein entspanntes Köpfchen am Strand in Den Haag vor dem Pier rauchen. Ihr seht es bestimmt im Hintergrund gerade. Da ist dieses Bungee-Jumping-Ding und das Riesenrad und so. Das ist schon krass. Also es ist auf jeden Fall chillig. Die Meerluft ist einfach der Hammer. Schon wirklich nice. I feel sorry. So, hier habe ich gerade noch ein paar Bilder von den Pfeifen gemacht. Jetzt wird noch ein bisschen gechillt. Und dann wird das nächste Camp für heute Abend gesucht. Ich hoffe, man hört mich hier überhaupt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es ist übertrieben. Ist zu krass. Also ich glaube, man hört nichts, aber ja, auf jeden Fall Fotos. So, jetzt wird es langsam dunkel hier am Strand, die Sonne geht da hinten unter und das heißt für uns, dass wir jetzt erstmal zusammenpacken und uns dann auf den Weg machen, unseren nächsten Campingspot zu suchen. Und ja, deswegen packen wir jetzt mal schnell zusammen, wir haben schon ein bisschen was gepackt, jetzt geht es auf jeden Fall los und dann schauen wir mal, ob wir noch einen gescheiten Campingspot finden für heute Nacht. Wir haben hier gerade noch voll den schönen kleinen Spot gefunden. Hier hinten noch mit so einer Kirche hinten dran. Und deswegen sind wir gerade spontan aus dem Auto gesprungen und machen jetzt erstmal noch ein paar Bilder. Eigentlich waren wir gerade auf dem Weg zum Campingplatz. Ja.
So, Alter. Es gibt hier so eine kleine Kante. Und ich dachte gerade, es wäre diese Kante und hab den Herzinfarkt des Überkrauts kassiert. Ich dachte, ich fliege. Das wären 1000 Euro. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, Igor hat hier gerade so eine Fruchtschale geholt und wir gehen gerade einfach nur in dieser geilen Location übertrieben auf diese Fruchtschale ab und kommen gar nicht mehr klar. Wie schön sieht das hier bitte alles aus, Alter. Einfach diese Kirche direkt in dem Kanal. Eben haben sie auch diese Brücke hoch und runter gefahren. Ist einfach zu krass. Und jetzt muss ich weiter essen, sonst ist da alles weg. Und ich will noch was davon anfangen. Ich hab gerade die gleiche Gedanken gehabt, gell? Junge. So, wir sind jetzt vom Strand gekommen und suchen jetzt unseren nächsten Campingplatz. Sind auch auf der Suche, haben auf jeden Fall eine richtig geile Location hier. Ist mega schön alles. Viel zu krass. Jo. Hey, wir sind doch jetzt schon vorbeigefahren, oder Chris? Yes. Ja, aber da war nix. Doch, das ist hinten drinnen gewesen. Da, wo die Pferde waren. Ja, und dann sehen wir bis gleich, wenn wir die Pfeifen haben. So, wir sind jetzt hier gerade an diesem unglaublich geilen Kanal entlang gefahren und haben jetzt hier diesen Weg gefunden. Und hier scheint wohl auch irgendwo, ja, man kann halt natürlich wieder nichts lesen oder verstehen zumindest, aber was man versteht, ist das da. Zelt. Da lang. Und allein dieser Weg ist einfach schon mega schön. Ich glaube, es ist noch mega weit leider, aber es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich bin gespannt, wie weit wir jetzt unseren ganzen Scheiß schleppen müssen, aber Leute, dieser Weg war so wunderschön mit den ganzen Häusern da und den Booten an der Seite. Einfach unglaublich geil. Ja, wir schnappen jetzt ein bisschen was und dann gucken wir mal, wie weit wir laufen müssen. So, wir haben unseren nächsten Hinweis gefunden. Wir müssen jetzt hier in den Wald hinein. So, wir haben gerade unseren Campingplatz für heute Nacht gefunden. Ich glaube, der Niklas baut auch direkt das erste Zelt auf. Du willst Pfeife rauchen, also schnell Zelt aufbauen. Okay, ich zeige euch nochmal dieses Schild vorne, aber das ist auf jeden Fall der Platz. Drüben sind noch andere Leute, will ich euch nicht zeigen. Da ist auch dieser Mittelpunkt. Also hier vorne, dieser Pfahl gibt praktisch den Mittelpunkt von diesem Campingplatz an. Und dann ist hier vorne, hier drüben ist dann das Schild, das besagt, ist eigentlich wieder dasselbe, 10 Meter, maximal 3 Nächte, man darf nicht graben, was auch immer Achterladen ist, und es ist kein Trinkwasser hier, aber wir haben ja unser Trinkwasser. Also hier ist das Schild, Pole Camping oder Palkampetel rein, und da hinten bauen wir jetzt unser Zelt auf. So, die Shisha-Kohle geht an. Der Chris hat seine Aeon schon vorbereitet. Ich werde jetzt gleich die Shishaya Hazard vorbereiten. Niklas kann sich erstmal ein Bierchen. Wir holen gleich noch die Smoke Labs und dann kann es losgehen. Da ist noch die Shishaya vom Niklas und da drüben werden wir gleich Feuer machen. Alter Schwede, haben wir gerade festgestellt, wir haben ja so viel Zeug dabei. Das ist noch nicht mal alles. Im Zelt haben wir auch noch was. Ja, das dürfen wir gleich alles noch aufbauen und verstauen und so weiter. Wird spaßig. Prost. So, Köpfchenblick Nana ist bei mir gebaut in der Shishaya Hazard. Der Niklas kratzt sich gerade die allerletzten Reste aus der Düse. Das geht ja ganz schön gut. Und baut sich im Alpaka, im Alpaka Fumari-Kopf genau. Noch ein schönes Köpfchen Black Nana. Zumindest wenn das genug da noch in der Dose ist. Und beim Chris, da läuft schon die Pfeife, beziehungsweise der Kopf heizt gerade vor. Aber wir haben ja noch ein bisschen Kohle auf Vorrat. They're probably all gone. Getting less, right? You're talking more than before. Well, because like people are asking things. But also, like, we didn't ask.
Nee, like now it's more just like obviously no visual effects anymore. But like it's more like just all the time. Do a thing, make a thing. Frühstück der Champions ist gemacht. Wir haben nicht mehr so viel, deswegen ist da ein bisschen Salat, ein bisschen Gurke und ein bisschen Soße drauf. Und das war's auch schon in meinem Fladenbrot. Und Frühstück Nummer 2 steht aber auch schon bereit. Danke da an Chris. Der hat eben schön die Kohle reingehauen. Bei ihm auch schon. Er raucht in der Aeon Edition 3 Lounge mit dem Solaris, schöne Smokebox oben drauf. Und so wie das aussieht, ballert er auch schon gut Hitze raus. Und guckt euch mal die Kohle an. Doch gut angepustet. So, servus Leute. Wie vorhin schon kurz im Video gesagt, haben wir gestern noch ein paar Kanadier getroffen. Und einer von den dreien ist auch relativ Shisha-affin. Also hat auch schon in Kanada ein paar Mal Shisha geraucht. Und ich dachte, es wäre vielleicht ein cooler kleiner Moment, mal zu gucken und mit ihm drüber zu reden, wie Shisha in Kanada ist im Vergleich zu Shisha in Deutschland. So, first of all, thanks for joining for this small interview. No worries, absolutely, man, yeah. So, we came here yesterday with a Shisha, like, what was your first idea? What did you think? Like, how did Shisha look compared to what you have in Canada? Well, so I'm Canadian, I'm from Winnipeg, Manitoba. I've been traveling in Europe for a little while, and the whole time I've been thinking about myself, hey, I want to buy a Shisha when I get to Turkey. Okay. And I've had that idea in my mind for a while. And then I met you guys with these German Shishas, and they're crazy, they're really cool. The cool thing about like German Shishas versus like a lot of the Shishas back home, and I think that Shishas a lot of other places, is that you guys have coals that heat up a plate, that heat up the tobacco in the Shisha that produce smoke. So, compared to the traditional Shisha that isn't. Like, okay. Also, I want to buy one of these. Also, was er gesagt hat, er hat schon viel Shisha daheim geraucht und hatte immer die Idee, eine Shisha dann in der Türkei zu kaufen, weil er dachte, da kommen gute Pfeifen her. Und dann hat er gestern unsere Pfeifen gesehen und war ziemlich begeistert von den deutschen Shishas im Vergleich zu Tradis, was sie meistens kennen. Und sagt außerdem noch, dass er die Idee von der Smokebox ziemlich feiert im Vergleich zu Alufolie und Kohle direkt da drauf. So, that's really nice that you like the German Shisha. I really like them, the yeah. Smokebox. What is Shisha or hookah culture like in Canada? Do you have lots of bars or shops or what is it like? Well, it's cool meeting you guys because all of you guys have your own Shishas. But in Canada, it's more, nobody really has them. Like, I have a few friends here and there that have them, but most of the time you go to these shops and they're like Middle Eastern, you know, Middle Eastern culture kind of shops. You can get like doners and kebabs with it too. Oh, you can okay. get like rice plates. And so then, always and with a restaurant? It's always kind of with a restaurant. Ah, cool. Or it's like a social place or like a social kind of house. You can get, yeah. You can't really buy alcohol with it. I don't know if you guys can in Germany. Well, there are some shisha bars where you can, but not really many of them. Yeah. Because like some have like the also Middle Eastern owners and who don't like really want to promote drinking. Yeah, so. Yeah, exactly. So that I think that's a big thing in Canada is like you don't really mix it with much. Was er eben erzählt hat ist, es gibt zwar ein paar Bars und ein paar Shops, aber es ist manchmal so ein bisschen. Also er ist sich selbst nicht so richtig sicher, ob das komplett legal ist und auf jeden Fall sind die meisten Shisha-Bars wohl eher so ein sozialer Ort, wo du hingehen kannst, also ist meistens noch ein Restaurant mit dabei oder irgendwie was, wo du noch rumhängen kannst, aber nicht so wie in Deutschland, dass du wirklich eine Bar hast. So, if you go to one of these places, how much is one hookah?
So I was telling you earlier, I think it's like 11 to 13 Canadian dollars. That's usually what I'll pay for a good shisha. And to translate that into euros for your German audience, probably about like 8 euros, something okay. like that. So it's actually decent. You were saying it was like 10 euros. Yeah. Mm-hmm. Also, sagt, in Canada, wenn man da eine Shisha rauchen geht, kostet das umgerechnet nur circa 8 Euro, was im Vergleich zu Deutschland mit den meisten Bars mittlerweile relativ günstig ist. Also ab und zu kriegt man zwar mal eine Tradi für 5 oder für 8, aber meistens bezahlt man ja in Deutschland eher 10 Euro oder aufwärts für den Kopf. Also auf jeden Fall ziemlich cool. Dude, I hope you enjoyed our hookah. And dude, I've loved it. Thanks so much for joining me. Yeah, absolutely. So Leute, für uns heißt jetzt hier langsam abbauen. Es ist jetzt Sonntagmorgen, beziehungsweise eher Sonntagmittag. Wir haben hier gerade noch ein gemütliches Köpfchen geraucht. Jetzt sind die Jungs da hinten schon am Abbauen. Und dann geht es für uns gleich auf den Heimweg. Irgendwo an der schönen Location wollen wir noch einen Kopf rauchen. Und dann natürlich im Auto noch einen Kopf, ist ja klar. Irgendwie muss man die 3,5 Stunden Fahrt ja überbrücken. Und ja, dann sind wir wieder in good old Germany. Deswegen, ich helfe den Jungs mal weiter abbauen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es losgeht. So Leute, wir sind jetzt wieder im Auto, jetzt geht's langsam heim. Wir haben jetzt 3 Stunden 17 Autofahrt vor uns, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Pfeifchen an. Schauen wir dann mal, wir würden eigentlich lieber ganz fix durchkommen und so ein Pfeifen-Stop braucht ja ein wenig Zeit. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir hatten 2 extrem coole Campingspots, wir hatten 2 schöne Tage, wir waren am Meer, wir haben viel Pfeife geraucht. Und ja, war einfach ein sehr, sehr geiler Kurzurlaub. Und ich würde sagen, falls noch was Spannendes passiert, melden wir uns nochmal auf der Fahrt. Ansonsten sehen wir uns daheim. So, wir sind wieder in Deutschland angekommen. Wir haben gerade den Niklas daheim rausgeworfen. Und ja, jetzt geht's weiter, den Chris bei seinem Auto rauswerfen. Dann den Igor bei seinem Zuhause rauswerfen. Dann endlich heim und dann duschen. Endlich eine richtige Dusche. Deswegen würde ich sagen, fahren wir mal. So, auch der Chris ist wieder bei seinem Auto abgegeben worden. Und gleich geht's für uns dann weiter zu dem vorletzten Stopp, den Igor heimbringen. See you. So, der letzte Stopp, bevor es jetzt endgültig heimgeht. Der Igor wird auch noch abgeliefert. Goodbye. Goodbye, Igor. Take care. Take care, dude. See you soon.